Schafhüten ist nicht nur eine Berufung, sondern wirklich ein Beruf, was auch eine Ausbildung dafür gibt. Seit dem November ist ein gutes Dutzend Westschweizer in der Lehre. Sie sind Krankenpfleger, Maurer, Bestattungsbeamte, haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Christiane hat sich um Kranke gekümmert, die kurz vor ihrem Tod waren. Der Jean-Charles war Ingenieur. Der radikale Berufswechsel haben sie sich lange überlegt. Ich glaube, ich habe das Buch «Der Alchemist» zu häufig gelesen. Ich habe den Traum, mit meinen Schafen über die Hügel zu wandern. Es ist der Ruf der Natur. Eine Veränderung aus der Gesellschaft ausbrechen. Ja, ausbrechen aus den Mauern von meinem alten Job. Ich werde das Jahr 50, habe in der Palliativpflege gearbeitet und jetzt gehe ich mir ein Jahr als Schafhirtin. Das neue Leben fängt auf der Schulbank an. Angesprochen werden alle Themen. Um das Weideland gute Schuss zu halten, braucht es überall Wasser. Der Unterricht leitet die Grundlagen ein. Alpiner Wirtschaftsführung, Sömmerung der Schafe, Bewirtschaftung der Alp. Ich habe halt bis jetzt noch nicht so viel mit Schafe zu tun gehabt. Das gibt mir eine gute Grundlage, um auf der Alp zu arbeiten. Ich habe eine Idee davon, noch bevor ich dort bin. Nach der Theorie geht es an die Praxis. Angeleitet von Spezialisten lernen die Neo-Schäfer, wie man einen Haag setzt, wie man kranke Schafe pflegt und wie man Pflanzen erkennt. Das fressen sie. Ich mache es so, um sicher zu sein. Eine erste Erfahrung, bevor es auf die Albu geht. Denn dort hilft mir niemand mehr. Wenn man die Grundlage nicht hat, dann gibt es nur Stress und Panik. Und dann geht gar nichts mehr. Also brauchen sie Hilfe. Der Kurzkurs ist ideal. Als nächstes absolvieren die Lehrlinge ein Praktikum auf der Alp. Die meisten Neo-Schäfer schwanken noch zwischen Bangen und Vorfreude. Mit 400 Schafen auf einer Alp, die ich noch nicht kenne, mit vielen Arbeiten, wo ich noch nicht weiss, wie das geht, ich finde das ganz zauberhaft. Ich freue mich riesig, endlich in die Berge zu gehen. Vielleicht, wenn ich dort oben tagelang mitten im Nebel hocke, dann bin ich etwas mürrisch. Wir sehen es dann. Alle werden nicht durchhalten. Anpassungsschwierigkeiten, mühsame Bedingungen und Wetterkapriolen sind es, die die Motiviertesten vergraulen können. Seit Anfang Jahr der Ausbildung hat schon über die Hälfte der Lehrlinge den Hirtenstab wieder abgegeben.